Moin und Hallihallo. Herzlich willkommen zu Sonjas Vorstellung der Vororder für den neuen Stampin' Up! Katalog Mai bis April 24. Wie ihr seht, ich bin nicht Sonja. Ich bin mal wieder die Krankheitsvertretung. Leider hat sich Sonjas Stimme noch so gar nicht von der Grippe erholt. Und daher übernehme ich das heute einmal und ich versuche mal mein Bestes. Ihr seht ja schon den neuen Jahreskatalog, so sieht er aus. Einige von euch werden ihn schon haben. Wer ihn noch nicht hat, kann ihn natürlich bestellen unter folgender Adresse. Der kommt dann umgehend zu euch und dann könnt ihr auch reingucken. Ich mache ihn nicht auf. Entweder über die Internetseite oder natürlich auch direkt per Mail. Schaut da einfach mal drauf und ihr könnt euch den Katalog bestellen. Wir wollen euch, oder ich will euch heute mal hier die Highlights vorstellen aus Sonjas Vororder. Also die Dinge, die die Demonstratoren schon vorab bestellen können. Und da gibt es ein paar Neuheiten, besonders mit den Farben. Es gibt eine Farbauffrischung und da fangen wir jetzt auch direkt mal mit an. Der neue Katalog, wie gesagt, schaut rein oder bestellt ihn euch über die angegebenen Adressen. Es geht los. Es gibt neue Incolor. Die Incolor 2023 bis 2025. Ich greife hier einmal so rüber. Da haben wir sie. Also da gibt es ein paar neue Sachen. Mal gucken, dass wir alles drauf haben. Jawohl. Genau. Wir fangen einfach mal hiermit an mit dem Farbkarton. Das sind die neuen Incolor Farben. Das wäre hier ein schönes Kupferbraun. Geht über wilder Weizen. So ein leichter... Oh, Gelbton, ne? Ein bisschen mit drin. Boho-Blau. Malve als Farbkarton. Und Kieselgrau. Das wären also die neuen Incolor-Farben, die es dann im neuen Katalog gibt. Und passend dazu natürlich wie immer einige Dinge, beispielsweise diese Akzente. Ich will mal sehen, ob ihr das so sehen könnt. Das sind so Glitzersteine in den entsprechend passenden Farben dazu und auch ein neues DSP mit einem neuen Design, das wir hier hat. Ich nehme mal jetzt die beiden hier beispielsweise, immer mit der Rückseite hier gestreift und die Designs gibt es auch in sämtlichen anderen Farben nachher, dieses neue DSP, aber natürlich auch in den In-Color-Farben. Also da kann man diese sicherlich sehr, sehr vielseitig entsprechend verwenden. Ja, das sieht gut aus. Es gibt noch was Neues, und zwar zu den In-Color-Farben 2023 bis 2025, die neuen Ride-Marker. Da habt ihr vielleicht Sonja im Hintergrund gehört, das klappt noch nicht so richtig gut. Die In-Color-Ride-Marker, einerseits neu natürlich in den entsprechenden Farben, ganz klar, aber es gibt auch eine Änderung, eine Verbesserung eigentlich sogar. Ich nehme hier mal einen raus und zeige euch da gleich mal den Unterschied. Und wir nehmen mal den hier. Malve wär's. Also, im Vergleich der alte Ride Marker und das ist der neue. Es hat sich etwas geändert. Wir haben hier eine Pinselseite und eine Schreibseite. Und jetzt muss ich mal sehen, das war ein bisschen unscharf, ist bisher die Schreibseite gewesen. Also das war dann jetzt sowas. Ja, bisschen wenig Farbe drinne. Also relativ eng und die neue Seite oder relativ dünn. Die neuen sehen so aus. Das sind wirklich mehr Spitzen. Na, man kann es nicht gut erkennen. Ich sehe es gerade ein bisschen weiter runter. Die Spitzen sind mehr wie bei einem Filzstift. Und tatsächlich schreibt es und zeichnet sich es dann auch wie mit einem Filzstift. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. So, also da kann man wirklich wie mit einem Filzstift mitzeichnen und finde, das ist gut gelungen. Die neuen Ride Marker und hier natürlich in den In-Color Farben. Was gibt es noch zur In-Color? Was natürlich auch dazu gehört. Wir haben hier zum Verschönern noch so Bänder, auch in sämtlichen Farben. Ich nehme jetzt hier mal Kupferbraun raus. Das ist ziemlich weich, das Ganze. Lässt sich also sehr gut binden. Also wenn man jetzt eine schöne Schleife binden könnte. Ja, ich mache hier mal einen Knoten rein. Also das lässt sich wirklich gut binden. Das gibt es in sämtlichen Farben dazu. Und ich nehme die mal eben hier zur Seite.
natürlich auch die neuen Stempelkissen in allen, in Colorfarben, in den neuen, sind mit dabei, passend dazu die Nachfüllpacks oder die Nachfülltinten. Wenn ihr euch die Stempelkissen bestellt, nehmt gleich eine Nachfülltinte mit dazu. Macht immer Sinn, die direkt mit dabei zu haben. Das ist am besten, wenn man die gleich mit hat. Legt euch die zur Seite, stellt euch die weg. So habt ihr das immer gleich alles da. Ja, das wären die neuen Incolors. Farbauffrischung. Machen wir mit den Farben weiter. Und zwar mit den Stammfarben. Es gibt neue Stammfarben. Ich nehme mal hier mein Spickzettel dazu. Null Neutralfarben, beziehungsweise auch einen neuen Signalfarben. Von den Pastelltönen gibt es was Neues. Wir haben das hier mal ausgedruckt. Da kann man das schon ganz nett sehen. Aber im Original sieht das doch noch viel interessanter aus. Also ihr seht schon hier dieses Abendblau. Das ist ein deutlicher Unterschied vom Originalfarbkarton zum Ausdruck. Und deshalb, ich ziehe mal hier wieder zur Seite, ist das nicht im Bild. Gucken wir da mal rein. Das wäre das Abendblau, also wirklich schön. Neu Pekanuss, so ein Braunton. Von den Signalfarben Limette, also gerade auch zum Ausdruck, also richtig kräftiges Grün, ist mit dabei. Azurblau, auch komplett neu. Also ein schöner Farbton, kräftige Sommerbeere haben wir mit drin. Zitronenparfait, das wäre jetzt dieser. Ich muss gestehen, das sieht hier im Original sogar noch ein bisschen schöner aus als auf dem Video. Also das ist wirklich eine tolle Farbe. Lagunenblau haben wir bei den Pastellfarben mit dabei. Und Fräsienlila ist wieder mit reingekommen. Das gab es schon mal und jetzt haben wir es wieder neu dagegen. Babyrosa von den Pastelltönen. Und auch die Prachtfarben gibt es ein bisschen was Dunkles. Faungrün und das Blaubeere. Die Blaubeere? Okay, das wären so die neuen Stammfarben, die wir hier mit drin haben. Also das ja, sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Okay, nehmen wir mal die zur Seite. Kommen wir zu den Stempeln, zu den Stempelsets. Wir starten mit der Angel Policy. Hier haben wir das Stampin' Up! Logo mit dem Copyright mit drin. Also alle, die das brauchen, gibt es hier. Ich guck mal, so, ja, so müsste man es erkennen können. An dich gedacht, mit Liebe kreiert oder für dich gemacht. Also das wäre dieses Set. Und als Produktpaket, jetzt kommen wir zu den Produktpaketen, haben wir Beauty of the Deep. Mit Ankern, also das ist hier, das sind auch Gummistempel, meine ich. Jawohl. Also ich drehe das mal um. Das sind die Gummistempel. Und dazu passend gibt es dann die Stanzform. Ich habe es echt nicht so mit Paketen, ne? Ja, so, jetzt geht's. Macht die Sonja ziemlich drüber lustig, dass ich das immer nicht so gut aufkriege. Genau, hier passende Stanzform, sodass man wirklich auch die Algen und den Anker beispielsweise hier mit ausstanzen kann. Passt dann immer sehr schön dazu im Produktpaket. Beauty of the Deep ist es. Okay, die mal einmal hier mit zur Seite. Und Freude am Kreieren, auch ein ganz neues Set, alles was so mit ums Kreieren geht, mit Liebe als Spruch, ganz und gar handgemacht für dich. Und du, ihr seht es, also da alles, was man so selbst machen kann, auch dazu passend, gibt es natürlich Stanzformen. Einmal andersrum. Sodass das wirklich alles dann einzeln auch gestanzt werden kann. Hier ist eine Schere mit bei, die ist hier als Stempel dann nicht. Hier hat man also bei den Stanzformen sogar noch ein bisschen mehr mit drin. Das ist ziemlich gut. Stempel sind Clear Stamps, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, also das sind die Clear Stamps, sodass man das wirklich schön von oben positionieren kann. Sehr gut. Und als letztens habe ich hier noch berührende Botschaften. Also hier sind einige Sprüche mit drin. Und Entschuldigung. Ja, diverse Sprüche, auch entsprechende Stanzform, die ich hier mit
2 habe. Und das Schöne bei diesen Stanzformen ist nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, von der Form her, die passen genau zu dem Spruch. Also ich habe jetzt da nicht eine Sprechblase drum oder irgendwie sowas, sondern es ist wirklich, als hätte ich den Spruch ganz eng ausgeschnitten. Und so sind die Stanzformen, die dann direkt um die Sprüche passen. Also das sieht nachher bestimmt ziemlich cool aus. Wie genau das aussieht und wie das Ganze funktioniert, zeigt euch Sonja natürlich noch. Sobald sie da wieder etwas mehr Stimme hat. Und wenn nicht, muss ich dann halt irgendwie das Ganze synchronisieren. Und sie bastelt, das kriegen wir hin. Okay, eins gibt's noch. Und zwar die runde Sache. Ganz neu auch ein Produktpaket mit unter anderem auch Sprüchen und einer 2/3/8 Zoll Handstanze. Endlich. Ne? Also da kann man wirklich einen schönen großen Kreis dann direkt mit stanzen. Und zwar passt der immer direkt hier auf diese Stempel. Auch das sind Clear Stamps. Ja, genau. So dass man da entweder den ganzen ausstanzen kann oder eben hier oben so die Rundung und hat unten noch Platz, was rein zu stempeln. Ja, große Handstanze. Glaube, das ist immer eine sehr gute und gern genommene Sache. Das wären die Produktpakete. Also seht schon, ich gehe hier relativ fix durch. Alles, wie es funktioniert, werdet ihr auf jeden Fall noch in den Videos von Sonja sehen. Da kommt noch einiges zu. Produktpaket, was wir aber auch haben, ist neu eine Produktreihe. Dazu greife ich hier mal rüber. Und zwar die Produktreihe Countryside Corners. Ziemlich interessant. Also was wir haben, ist ein Stempelset. Wir haben die Stanzform dabei und ein Embossing Folder, so heißt er, genau. Genau, so ein ganz flachen hier in diesem Fall. Die sind ja sonst sehr stark 3D geprägt und der macht das etwas weniger stark, aber eben die Prägung ist nachher auch zu sehen. Und dazu gibt es dann DSP. Nur in 12x12? Nur in 12x12. Das heißt, das sind Blautöne in 12x12. Ich zeige die einmal hier so durch mit natürlich wieder Rückseiten. Das wäre hier dieses Blumenmuster mit Hasen. Und da haben wir dann so ein bisschen einfacheres Muster. Die beiden, das wäre auch hier die Rückseite gestreift. Und ein etwas heller Blauton. Genau, mit Füchsen. Genau, das wären die DSPs. Sagt man DSPs in der Mehrzahl? Ich weiß es gar nicht. Sonja, gib mir zu verstehen, ja, sagt man. Okay, dazu wie gesagt der Embossing Folder und Countryside Corners, das Stempelset hier als Gummistempel. Da gibt es was Besonderes. Ihr seht schon, das ist ein großer Stempel. Also da macht man wirklich so einen ganz großen Stempelabdruck von, der dann so aussieht. Ich nehme das mal hoch. Ja, also ich habe hier Punkte und Striche, also wirklich so Umrandungen. Was mache ich damit? Da kommen die Stanzformen ins Spiel. Das ist nämlich eine schöne Sache. Ich mache einen Stempelabdruck und kann mit den Stanzformen mir jeden einzelne Umrandung ausstanzen. Also immer 2 hinlegen und ich habe genau die Umrandung, die ich nachher brauche. Kriege also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Umrandungen sind also möglich, die ich damit ausstanzen kann mit einem Stempelabdruck. Das in der Produktreihe Countryside Corners. Ja, auch im neuen Katalog, der wie gesagt hier für euch zu bestellen ist oder eben über die E-Mail-Adresse. Haben wir da auch nochmal. Holt euch den und wer jetzt schon mal geblättert hat oder wer noch blättern wird und vielleicht schon das eine oder andere gefunden hat, was gefällt, ihr könnt Sonja gerne auch schon eure Vorbestellung schicken. Das wird schon aufgenommen. Sie sitzt auf jeden Fall auch am Rechner, also gearbeitet wird. Nur mit dem Sprechen ist nicht so viel im Moment. Okay, mehr sage ich dann nicht dazu, sonst gibt es Mecker. Stille Mecker im Moment. Gut,
Ja, ich denke, ich habe soweit alles durch. Es war sicherlich ein bisschen schnell und etwas anders, als Sonja das macht. Aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gekriegt, was es Neues gibt. Gerade mit den Farben, das ist natürlich auch interessant, die neuen Inkeller. Da ist ja doch einiges los. Und tatsächlich die Right Marker. Also probiert das mal aus mit dieser Filzstiftspitze, möchte ich es mal nennen. Ich finde es sehr viel besser, auch als es vorher war. Das ist wirklich sehr gut. Gut, soweit sage ich erstmal schönen Dank, dass ihr da wart, dass ihr mich ertragen habt und es geht demnächst dann mit Sonjas Videos wieder weiter. Und tschüss!